Servus und hallo bei Not Another Job Show. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich mit der Therapie dann fertig war mit Daytop und mit der Michaela zusammengekommen bin und darauf gewartet habe, dass sie da rauskommt. Jetzt erzähle ich mal, wie ich überhaupt rückfällig, was heißt rückfällig, wie ich wieder zu Cannabis gekommen bin. Also ich war raus, eine Woche oder so, dann habe ich einen alten K-Fasler getroffen, der halt vor mir schon fertig war, den Bernd K. Der war halt ganz offen und hat mal ganz ehrlich gesagt, so, ja, er kifft wieder und er trinkt auch Bier und er wäre damit nicht alleine und geschockt hätte ihn ein Ex-User, der halt immer, ein Ex-User, der in einer Beziehung lebt mit der Therapeutin, die, glaube ich, am längsten Ex-User war von allen und dann den goldenen Date zu bringen hat, weil er so einen Verlangen bekommen hat. Der hat ihm wohl gesagt, ja, du kannst alles machen, bloß kein Pulver. Hat einen Schubladen von einem Schrank aufgemacht, da war ein großes Blatt der Asch drin und ein paar verschiedene Sorten. Gras und Hasch und so Zeug und hat gesagt, aber ein Bier vielleicht gerade noch, aber das ist schon sehr gefährlich, meinte er. Aber ansonsten von dem anderen Zeug, lass die Finger weg. Und das hat ihn dann aber bewogen, dass er wieder das Kiffen anfängt und leider war halt seine Hauptdroge nicht Cannabis oder so, sondern schon immer an Heroin und es hat nicht lange gedauert, dass er am Hauptbahnhof in München sich die Bombs geholt hat. Er hat offiziell zu mir gesagt, das liegt daran, dass ich keinen Hasch kriege. Jetzt kannte ich aber noch Leute von früher, die was gehabt haben, halt so, Mensch, ich verkuppel dich mit einem alten Kuppel, dann kannst du bei dem kaufen und musst du nicht mehr zum Hauptbahnhof. So sind wir halt immer mehr zum Kontakt gekommen und dann bin ich mit ihm auch noch in der Perlach raus und habe ihn da dann mit einem alten Kuppel halt zusammengebracht, der dann ihn versorgt haben oder wollte ihn versorgen. Und mein, ab und zu gibt es dann halt da auch einmal Öse, wenn der mal nichts hat. Und er ist halt dann jedes Mal gleich, zack, Hauptbahnhof auf dem Rückweg, wenn ich da nichts kriege, fahr im Hauptbahnhof vorbei und hol mir was. Und durch das Vermitteln, hey, habe ich halt auch wieder angefangen zum Rauchen. Ich habe da ein bisschen was gekifft, aber ganz wenig. Weil wenn du anfängst mit dem Rauchen, brauchst du nicht viel. Dann ganz, ganz wichtig, beziehungsweise. Da bist du schon richtig in Knülle. Und bei mir war das so, ich habe da angerufen, ey Jackern, mach die Sau klar, ich komm vorbei. Dann hat er schon gewusst, er muss die Bons aber machen, ich komme und wir kippen wieder ein. Und die haben sich total gefreut, aber der Hacker da, der Ernst war da, der Jan war da. Und haben halt auch fett aufgebrüttelt und ich habe das gekauft und Ernst belaunt dich, ey, du musst nicht mitbauen. Das war ja cool, war mit 5 Gramm eingesteckt. Für 50 Mark, 5 Gramm Hasch, das war richtig gutes Zeug auch. Und sie bauen halt da 1 Gramm, also eine Zigarette ist ein Gramm Tabak und 1 Gramm Hasch drauf. Und dann wird es halt schön klein gemacht und dann ist es schlimm voll und die war ganz sauber, die Bombe, ich durfte anrauchen. Und ich ziehe halt an, da kommt halt schon langsam der weiße Rauch hoch und es kommt anders wie beim Purrauchen. Ja, nicht so faserig, beim Purrauchen ist das Rauch so faserig, das sammelt sich, sondern also die ganze Zeit in der Lunge, bis es überhaupt oben ist. Beim Tabak kommt es wie so eine Säule hoch. Und wenn der Mund ist und du hast weiter Unterdruck im Mund und siehst noch nicht auf Lunge, nur Unterdruck im Mund, wird es immer dunkler und füllt sich immer mehr weg, dann ganz gelb. Und ich habe halt schon einen gelben und ja, boah, jetzt, Alter, hey, vorsichtig. Und lass los, schieß mal das rein und gib sie ab. Atme einmal aus, den Krieg hat sofort zum Flirren. Links und rechts in die Augen flirrt. Und dann wird es ganz komisch. Und dann grinsen sie schon alle. Ich so, Alter, das hat mir früher gefallen. Und das war aber nur der Nikotinkick. Und dann ganz langsam schleicht sich dann den Kopf, wie beim Purrauchen auch. Hat sich eingeschlichen. Und die labern und albern rum und sind lustig. Und ich verstehe halt gar nicht mal, was die reden. Weil die einen anderen Slang gesprochen haben, also wir hatten einen eigenen Slang in der Perlach, damit nicht jeder versteht, was wir sagen. Und wir reden halt so und ich kann nicht mehr folgen. In der Therapie habe ich die ganze Zeit jetzt klare Worte gefunden, hat man ganz klar gesprochen, damit auch jeder versteht, um was es geht und nichts zweideutig und gar nichts. Und die haben halt auch verschiedene Worte benutzt und alles. Und der Jan labert mich voll, hey, so eine dicke Glasscheibe als Tischplatte willst haben, Panzerglas, bla bla bla. Ja, Alter, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Und dann haben sie gesagt, ha, weißt du noch, damals mit dem Trip. Und dann kam die Geschichte.
Ja, hey, natürlich, aber ich habe es doch nicht absichtlich gemacht. Und ich habe es ja auch nicht geärgert, gar nichts. Ich habe es nur verkauft. Und in dem Fall haben sie es mir verkauft und wollten mir ja noch schwindlig reden. Hey, das war schon uncool, das ist echt schlecht an ihm. Ich wusste, was ich brauche, ein bisschen was essen, damit der Kreislauf wieder in Schwung kommt, aufstehen und sowas. Fenster auf Frischluft. Ich bin halt dann gegangen, habe mir Schokolade gekauft. Und dann ging es auch wieder. Alleine war ich gleich wieder cool drauf. Im Bank ist mir erstmal richtig dreckig. Ja, aber die Freundschaft, die wir früher hatten, bevor ich auf Therapie und im Knast war, bevor ich auf Therapie gegangen bin, bevor ich drauf war und die anderen alle drauf kommen, dann war das cooler, da waren wir irgendwo anders drauf. Also mir kam das so vor. Die Wahrheit ist, ich habe die Welt seitdem mit anderen Augen angeschaut. Seit ich auf Therapie war, hat sich so viel verändert von meinem Wesen, von meinem Denken, von meinem drüber nachdenken. Und dann kam halt das mit den Kiffen wieder dazu und die alten Kreise und dann habe ich halt alte Leute wieder getroffen, die mir auch Angebote gemacht haben, wieder Geschäfte machen und so und ich erst einmal abgelehnt habe. Ja. Aber es ging halt ganz schnell. Das war der größte Fehler, den ich habe machen können, eine Therapie dort zu machen, wo ich aufgewachsen bin. Weil ich so viele Leute gekannt habe und so viele Seilschaften, dass es echt schwierig war, zu sagen, ich muss neu anfangen, neue Leute kennenlernen, neue Menschen kennenlernen und neue Kontakte aufbauen und halt raus aus dem Ganzen. Ja. Ist mir auch nicht gelungen beim ersten Mal. Jo, das war's für heute. Beim nächsten Mal erzähle ich euch dann, wie ich wieder zum Braunen gekommen bin. Peace out.